Willkommen zurück hier im Subway Sim Hamburg. Es wurde sich gewünscht, dass wir noch ein weiteres Szenario aus dem neuen Szenario-Modus vom Mega-Update spielen, das aktuell in der Public Beta ist. Und dementsprechend gehen wir jetzt auch in den Szenario-Modus rein und spielen Polizeieinsatz. An einem warmen Junitag hast du die Aufgabe, einen Verstärker-Ringzug zu fahren, doch wegen eines Polizeieinsatzes läuft nicht alles nach Plan. Das starten wir mal und gehen mal direkt rein ins Szenario. Ich habe natürlich eure Kommentare gelesen zum letzten Video und gehe da auch noch drauf ein, was ihr da so geschrieben habt. Aber ich würde sagen, wir fangen erstmal an. Schönen Nachmittag. Du hast heute die Aufgabe, kurz vor deinem Feierabend einen Verstärkerzug eine Runde am Außenring zu fahren. Als erstes holst du deinen Zug aus dem Betriebshof und machst ihn abfahrbereit. Dazu steigen wir in den Führerstand ein, schließen die Türen und nehmen Platz, rüsten einmal das Fahrzeug auf. Einmal auf aktiv gesetzt. Wir warten, bis das Display hochgefahren ist, drücken auf Übernahme, gehen hier einmal in das IBIS-System rein. Zugnummer ist die 711610. Zielnummer ist die 87 und unsere Fahrer-ID heute ist 258236 und Eingabe. So, das hat gepasst. Ich würde sagen, Abfahrt. Allons-y. Abfahrt ist mit 20. Wobei wir in, ja, schon in 50 Sekunden an der Saarlandstraße sein sollten. Ich hoffe mal, das kriegen wir hin, dass wir nicht jetzt schon direkt zu Beginn hier Verspätung haben. Vielleicht. Da fährt noch ein Zug lang, sehr schön. Vielleicht fahre ich mal ein kleines bisschen schneller, als ich es eigentlich sollte, nur damit wir pünktlich ankommen. Ja, fahren wir 30, das kriegt schon keiner mit. Ja, 20 steht zwar dort, aber ne, sonst kommen wir nicht ganz pünktlich an. Ja, ich muss auch sagen, mittlerweile macht mir der Subway Sim auch richtig viel Spaß. Also zu Release war das Game wirklich nicht wirklich performant. Da waren die ein oder anderen Bugs drin, der Fahrplanmodus war noch nicht ganz ausgereift. Aber jetzt mittlerweile ist das Spiel wirklich sehr stabil geworden. Und wir haben jetzt ja auch diesen Szenario-Modus mit Szenarien. Und das ist schon cool gemacht. Wir können auch springen. Hier, die Displays wurden ja überarbeitet, fährt sofort. Wir haben den DT5.1 mittlerweile auch, wobei wir heute den DT5.2 wiederfahren. Können wir eigentlich sprinten? Ja, können wir. Mit Shift gedrückt. So, einmal rein in die gute Kiste und Führerstand auf aktiv setzen. Übernahme und dann sollen wir. Ja, okay, wir sind ja jetzt schon, glaube ich, ein bisschen zu spät. Türen schließen. Sobald das T hier erlischt, sind die Türen geschlossen und wir können abfahren. Einmal hoch auf die 40. Wobei wir natürlich erst 40 fahren dürfen, wenn wir am Signal vorbeigefahren sind. Nächster Halt, Borgweg. Ausstieg links. So, ich glaube, jetzt können wir schon auf die 40 hoch, genau. Mir wurde unter dem letzten Video gesagt, dass man mit der Taste H das HUD ausblenden kann und das stimmt tatsächlich. Oh, wir sind so schnell. Dürfen eigentlich nur. Ja gut, ab hier dürfen wir eh 80 fahren. Gucken wir da mal nicht so genau hin. Ah ne, wir dürfen noch gar nicht 80 fahren, ne? Jetzt dürfen wir 80 fahren. So. Hallo. So, einmal auf die 80 hoch. Und dann halten wir jetzt hier am Borgweg. Und einmal reingebremst.
Ja, schaffen wir das? Ja, ich würde sagen, das ist gar kein schlechter Halt gewesen, ne? Also wirklich zügig angehalten. Türen auf. Hier am Borgweg. Türen zu. Und weiter geht's. Ausstieg links. Ja, es wurde sich unter anderem auch die U1 sehr gewünscht, dass diese Linie mal kommen sollte. Ja, die fehlt ja im Game. Und das hätte auf jeden Fall Potenzial für, ja, einen Streckendeal, wenn man es so möchte. Das stimme ich natürlich vollkommen überein. U1 wäre natürlich auch eine sehr, sehr coole Linie. Wir halten an. Ah, okay, das ist übers Ziel hinausgeschossen. Das ist gar nicht gut. Das war doch ein bisschen zu. Ja, na okay. Das war ein bisschen zu sehr zu mutig in die Station hineingefahren, sagen wir mal so. Und auf geht's. Kellinghusenstraße, das war die Ankündigung auf 50. Oh. Das Signal war rot. Da wären wir jetzt beinahe über ein haltzeigendes Signal gefahren. Da müssen wir natürlich gut aufpassen. Wir sind nämlich tatsächlich sogar noch im Fahrplan, im Zeitplan drin. Das ist äußerst, ja, unerwartet für meine Fahrskills. Und bis vorne durchgefahren und angehalten. Jawohl, Türen auf. Und Türen wieder schließen. Signal zeigt Fahrt an. Ausfahren dürfen wir mit 40. Und weiter geht's. Nächster Halt, Ab Eppendorfer hier dürfen wir dann, Bahnhof, glaube ich, Ausstieg 70 links. fahren. Wir haben aber ein haltzeigendes Signal voraus. Tatsächlich. Und zwar das da. Guck mal, dass wir bündig am Signal anhalten. Also, woran liegt es? Da vorne ist noch einer. Dem fahren wir gerade hinterher, aber das Signal müsste jetzt jeden Augenblick umspringen. Jawohl. Also sowas wie eine PZB oder sowas gibt es hier natürlich nicht. Oder was ist natürlich? Also so natürlich ist das gar nicht, aber gibt es halt nicht. Und also ist wirklich der Wahnsinn. Dann fahren wir ja richtig hier im Blockabstand hinterher, ne? Also da müssen die Fahrgäste wirklich nicht lange warten. So muss das doch. Links sehen wir auch übrigens das Display immer wieder cool, dass das mit eingepflegt ist. Turn off. Und Turn zu. Und auf geht's. Hohe Luftbrücke kommt dann als nächstes. Schon eine recht bekannte Station dann.
Ausfahrt mit 70. Nächster Halt, Hohe Luftbrücke. Ausstieg links. Schön hier durch, mitten durch, das Anwohnerviertel. Und wir haben halt zu erwarten. Wir rollen vor bis zum Signal. Und halten an. Ja, es macht wirklich Spaß, ne? Also, während mir die ersten paar Fahrten damals bei Release nicht so wirklich viel Spaß gemacht haben, ist das jetzt wirklich ein echt stabiles Spiel. Es hat sich wirklich von Grund auf verbessert. Das muss man den EntwicklerInnen wirklich lassen. Das haben sie richtig gut gemacht. Also, was so Verbesserungen angeht. Klar ist das Spiel natürlich noch nicht perfekt. Ne? Also, das ist ganz klar. Und es kann noch erweitert werden und so weiter und so fort. Und die Frau ist sehr interessiert an dieser Werbung. Oh, zu kurz gefahren. Tatsächlich, ein bisschen zu kurz gefahren. Sehr schön. So, einmal hochbeschleunigt. Ja, es wurde auch zum Beispiel gesagt. Nächster Halt, Schlumm. Übergang zur U2. Ausstieg. Es wurde auch unter anderem gesagt, dass das Spiel an sich wirklich schon realistisch sei. Also was so die Szenerie und sowas angeht, dass es wirklich erkennbar ist. Und die Fahrzeuge, ne, die DT5-Fahrzeuge sind auf jeden Fall auch sehr, sehr gut umgesetzt. Die Sounds scheinen wohl mittlerweile auch besser zu sein als beim Release. Die Sounds waren ja, glaube ich, komplett ja, künstlich erzeugt damals. Oder die Aufnahmen waren nicht gut. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall klang das Ganze nicht ganz so realistisch. Aber mittlerweile, ich glaube, das sind auch neue Sounds, die wir jetzt hier drin haben. Und ich finde, das klingt schon ziemlich gut. Ich glaube, dass jetzt realistisch ist, kann ich nicht in diesem Sinne beurteilen. Aber dafür habe ich ja euch. So, Ankündigung auf 60. Ab hier beginnen die 60. Und dann sind wir hier am Schlump. So. Und Türen auf. Ja, soundtechnisch ein bisschen komisch, ne? Hier haben wir so einen Außensound, hier nicht. Naja, also wie gesagt, perfekt ist es noch nicht. Aber es ist auf jeden Fall schon deutlich besser als wir auch schon. So. Hier auch wirklich schön viel KI-Verkehr in dem Szenario. Die ist halt Sternschanze. Natürlich auch sehr berühmt. Nächster Halt, Sternschanze. Übergang zur S21 und S31 sowie zum Messegelände. Next stop, Sternschanze. Please exit here for exhibition. Also gerade die U1 hätte, glaube ich, noch einen sehr schönen Streckenverlauf. Wurde mir in die Kommentare geschrieben. Auch hier übrigens eine der Neuerungen, die wir im letzten Video noch gar nicht gesehen haben. Nämlich, dass hier im unterirdischen Bereich die das FIS tatsächlich entsprechend aktuell kein U-Bahn-Verkehr zwischen St. Pauli und Baumwall. Interessant.
Also, dass hier die Anzeigen sogar nochmal extra hierfür angepasst sind, für den unterirdischen Teil. Mir würden so ein paar mehr Charaktere gefallen. Die sind dann doch sehr ähnlich und haben da jetzt auch nicht viel kleidungstechnische Unterschiede. Das wäre noch irgendwie schön. Aber sowas kann ja noch im Laufe der Zeit kommen, ne? Aha. Leitstelle mit einem Hinweis für die Das sind U3. wir. Wegen eines Polizeieinsatzes in der Station Landungsbrücken ist die U3 zurzeit zwischen St. Pauli und Baumwall gesperrt. Bis zum Ende der Sperrung kehren die Züge in St. Pauli bzw. Baumwall um. Aha. Okay, interessant. Gut, das Signal ist wieder umgesprungen. Und einmal zur Feldstraße. Türen auf. Ein Hinweis für Fahrgäste der Linie U3. Wegen eines Polizeieinsatzes ist die U3 zurzeit zwischen St. Pauli und Baumwall Aha. gesperrt. Ein Ersatzverkehr mit Bussen und Taxis wird eingerichtet. Wir danken für Ihr Verständnis. Jo, moin, du kommst ja Moin. gleich hier in St. Jo. Pauli an. Ich werde hier in den hinteren Führerstand Jo. einsteigen und in die Kehre Jo. fahren. Bleib einfach auf deinem Führerstand sitzen. Du übernimmst dann von der Kehre zurück zum Bahnsteig. Jo. Erstmal, bis Bis gleich. gleich. Das ist ja nett. Das ist ja schön. Nächster Halt, St. Pauli. Ausstieg Ja, schön. Da wird links. jetzt gleich der Kollege kommen. Und dann würde ich hier übernehmen. Ja. Und dann werde ich hier schön herumkutschiert und darf hier einfach im Führerschein sitzen bleiben. Wie cool. Da freue ich mich schon drauf. Aber erstmal haben wir hier das haltzeigende Signal. Eigentlich habe ich mir vorgenommen, es zu unterlassen, hier irgendwie hamburgisch, auch nur ansatzweise so zu tun, als könnte ich hamburgisch sprechen, aber jetzt muss ich es tun. Moin, das ist der Kollege. Moin. Olli. Hi. Und wir halten dann hier in St. Pauli. So, Türen auf. Button AB am Ibis drücken. AB, vermutlich abmelden, ne? Und Türen zu. Werden wir jetzt wirklich durch die Gegend gefahren? So, den noch auf inaktiv stellen. Hallo? Bitte beweg dich. Lieber Schlüssel. Es bewegt sich nicht. Es bewegt sich nicht. Hallo? Komm schon. Wieso bewegt der sich jetzt nicht? Das hat doch vorhin noch funktioniert. Lichtschalter. Machen wir mal Licht an. Vielleicht klappt es dann. Nee, klappt immer noch nicht. SIFA. Brauchen wir auch nicht. Ich würde gerne einfach nur den Schlüssel drehen. Ah, der steckt fest. Es geht nicht. Gibt es hier einen Shortcut, eine Tastenbelegung dafür? Für den Führerstand? Führerstandsansicht, Außenkamera, Bedienelemente, Führerstand für Hebel, Fahrhebel, Führerstand aktivieren, Führerstand deaktivieren mit Komma. Moment, ich muss mich vermutlich hinsetzen dafür.
Es klappt nicht. Achso, oder hat das jetzt schon? Es geht nicht. Tastenbelegung. Führerstand aktivieren mit Punkt. Führerstand deaktivieren mit Komma. Richtungswende nach vorne. Nur bei manchen Fahrzeugen. Wir haben doch gar keinen Fahrtrichtungswender, oder? Linke Türen freigeben, bla 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 bla. SIFA, Makro. Ah, das Makro ist mit M, okay. Führerstandsbeleuchtung abkuppeln. Nee. Das Makro klappt jetzt auch nicht mehr. Okay, aber dann heißt das wohl, dass vielleicht unser Führerstand tatsächlich deaktiviert ist. Kann das sein? Und jetzt müssen wir auf Abfahrt warten. Na, dann warten wir mal. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie lange wir jetzt warten sollen. Okay, der fährt jetzt ab. Vielleicht müssen wir jetzt auf den warten, dass der erstmal abfährt. Ja, das mit dem Licht ist auch noch... wir fahren ab. Hervorragend. Oh, das ist cool. Das ist echt cool. Ja, moin. Der Kollege, der fährt uns jetzt hier. Wir können auch mal uns mal in den Fahrgastraum, ne, setzen. Okay, die Tür geht nicht auf. Na gut, dann bleiben wir hier sitzen. Spannend. Okay. Warte auf Übergabe. Wir warten. Da kommt jetzt noch ein Zug, ja. Aktiviere den Führerstand. Okay. Ah, jetzt geht's wieder. Hervorragend. So, ich übernehme wieder. Danke. Oh, wir sind so schnell. Was nu? Führerstand deaktivieren. Setze dich in den anderen Führerstand. Okay. Ich kann aber immer noch nicht die Fahrgasttüren benutzen. Na gut, dann machen wir es mal so. Kann ich hier rein? Ja, das geht. Können wir einmal kurz auch hier mal durchwandern. Durch den Zug. Dann seht ihr auch mal, wie es hier drin aussieht. Ah, die Texturen, das sieht auch noch so ein bisschen komisch aus hier. Lassen Sie mich durch. Ich bin U-Bahn-Fahrer. Was ist das hier? Achso, okay. Huch. Führerstand aktivieren. Übernahme, jetzt müssen wir uns hier wieder anmelden. Zugnummer ist die 761630, Ziel 69, Fahrer-ID ist die 2582836 und anmelden. Noch kurz warten.
Und schließen. Blattgrün. Aha. Es gibt so eine Restaurantkette, die heißt so ähnlich. Also es reimt sich auf Blattgrün. Gibt es sehr leckeren veganen Kuchen. Kann ich sehr empfehlen. Ohne, dass ich jetzt Werbung dafür machen möchte. Ich habe es ja nicht erwähnt. Nächster Halt, Feldstraße. Ausstieg links. Es gibt auch woanders sehr leckeren Kuchen. So, ich kriege kein Geld von denen. Achtung! Ein Hinweis für Fahrgäste der Linie ja, hergehört. Wegen eines Polizeieinsatzes ist die U3 zurzeit zwischen St. Pauli und Baumwall gesperrt. Ein Ersatzverkehr mit Bussen und Taxis wird eingerichtet. Wir danken für Ihr Verständnis. Ja, mein herzliches Beileid. Schienenersatzverkehr möchte man keinem Menschen antun. Es gibt ja einen guten Grund, warum man gerne lieber auf den Schienen fährt. So. Türen auf. Oh, das war ein bisschen hart abgebremst, aber unsere Fahrgäste werden das schon hinnehmen können. Die sind ja aus Hamburg hier. Da kommt man mit sowas schon zurecht. Die müssen mit ganz anderen vielen schlimmen Dingen hier in Hamburg klarkommen. Sowas wie, dass es dort die höchste Millionärsdichte Deutschlands gibt. Das ist schon schlimm genug. Zurück zur Sternschanze. Nächster Halt, Sternschanze. Jawohl. Übergang zur S21 und S31 sowie zum Messegelände. Aber sowas von. Next Stop, Sternschanze. Please exit here for Exhibition Hall. Ausstieg links. Ja, Sternschanze auch auf jeden Fall ein sehr berühmtes Viertel. Kann man mal gesehen haben. Und wir halten an. Oh, ein böses Signal hier, das sich hinter der Kurve versteckt hat. Moin. Die Leitstelle. Wegen der Sperrung müssen wir deine Fahrt umleiten. Für dich geht's jetzt nach Barmbek und dann weiter am Inring. Wir organisieren in der Zwischenzeit einen Ablöser für dich, damit du rechtzeitig in den Feierabend kommst. Ja, geht doch. Na, super. Danke. Nächster Halt. Schluss. Ist ja schlimm. Zur U2. Was ist denn heute los? Rechts. So. Wir halten am Schlump. Ob Leute, die hier am Schlumpf wohnen, regelmäßig damit konfrontiert werden, dass es ja super witzig ist, dass das Viertel oder hier die Haltestelle so ähnlich heißt wie Schlumpf. Hahaha. Super lustig. So, Türen zu. Schäferkamp beim Schlumpf. Schäferkamps Allee. Nächster Halt, Hohe Luftbrücke. Ausstieg links. So, über einen Kilometer bis zur Hohen Luftbrücke. Endlich können wir mal ein bisschen fahren hier. Die Signale geguckt, aber es sieht soweit so gut aus. Ich dachte kurz, das Signal ist rot, aber das ist ja nur der Signal,
Bezeichner, der hier so rot unterlegt ist. Und Türen auf. Ja, also das sieht nicht so schön aus hier, diese Terra-Texturen. Terra. Jetzt habe ich schon das Sprechen verlernt. So. Und. Okay. Nur auf 0 gestellt. Und auf geht's. Mit 70 geht's hier weiter. Nächster Halt, Eppendorfer Baum. Ausstieg links. Welcher dieser Bäume das wohl sein mag? Dieser hier vielleicht? Oder dieser? Dieser? Wir sind zu schnell, glaube ich. Ja. Oder dieser. Oh, schön hier so ein bisschen diese Bänke, ein paar Cafés. Ja. Also, ja, die Ausgestaltung am Rand. Gar nicht mal so übel, ne? Gefällt mir auf jeden Fall. Könnte ruhig noch ein bisschen mehr los sein, ein bisschen mehr Autoverkehr, ein bisschen mehr Personen. Was heißt eigentlich diese A60 hier? Frage ich mich. Oh, das ist ein schöner Ort für ein Foto. So, steigen Sie ein. A65. Naja, gut. Okay, einmal wieder auf 0 gestellt. Und auf geht's. Kellinghusenstraße als nächstes. Dürfen wir fahren. Halt, Kellinghusenstraße. Übergang zur U1. Ausstieg links. Auch hier schön diese Überführung oder dieses Überwerfungsbauwerk. Toll. Hier zwei U-Bahn-Züge, die direkt hier hintereinander langfahren. Schön, schön. Gefällt mir auf jeden Fall. Also ich hab meinen Spaß hier. Man merkt es, ne? Also es ist schon... Also es ist auf jeden Fall was anderes, als die großen Züge zu fahren. Ne? Im Train Simulator oder in TSW. Das ist nochmal ein anderes Gefühl. Aber das hier ist halt so ein bisschen mehr... Also es hat auch so ein bisschen mehr was von einfach Hebel nach vorne und ab geht's und Hebel wieder zurück und anhalten. Achtung! Achtung! Ein Hinweis für Fahrgäste der Linie U3. Wegen eines Polizeieinsatzes ist die U3 zurzeit zwischen St. Pauli und Baumwall gesperrt. Ein Ersatzverkehr mit Bussen und Taxis wird eingerichtet. Wir danken für Ihr Verständnis. Hier, da kann man dann baden gehen. Oh, das ist schön, da würde ich gerne mal hin. Schön, gefällt mir. Türen zu. Und auf geht's. Auf zur Sirichstraße. Und zwar mit 60. Nächster Halt, Sirichstraße. Ausstieg links. Hier dürfen wir dann, glaube ich, jetzt auch wieder schneller fahren. Ja, genau, 80.
So. Und warten. Hier an der Sirichstraße. Toll. Das ist ein schönes Bild. Mit diesen beiden Zügen. Hier so einmal, ja, Fahrplan hin oder her. Ja, vielleicht von der anderen Seite. So. Türen zu. Wir wollen ja auch in den Feierabend. Your Ad hier. Und zum Borgweg. Nächster Halt, Borgweg. Ausstieg links. Und angehalten. Ja. Upsi. Nicht gut. Ja, meine Damen und Herren, bitte steigen Sie nur hinten ein und aus, danke. Sonst besteht Lebensgefahr. Aber ich muss halt auch... Ja, halte genau am Bahnsteig. Was soll ich denn jetzt machen? Halte genau am Bahnsteig. Gibt es einen Fahrtrichtungswender? Richtungswender vor ist W, Richtungswender hinten ist S. S. Liebes Spiel, ich habe den Halt verpasst und es gibt keine Fahrtrichtung. Oh, muss ich jetzt wirklich... Ach, Moment, kann ich hier vielleicht die Fahrtrichtung auswählen? Alarm, Störung, Info, Status, FIS, G, nö, das vielleicht. Modus rückwärts. Aha, schaut an, Enter. Und jetzt? Ah, es funktioniert sogar. Cool. Haben wir das jetzt auch mal gesehen? Ja, ich habe das jetzt nur gemacht, um das zu demonstrieren. Das war alles, was ich wollte. Achso, Türen natürlich auf. Und dann gehen wir hier wieder rein und wählen den Modus Vorwärtsfahrt aus. Und Türen schließen. Und auf zur Saarlandstraße. Nächster Halt, Saarlandstraße. Ausstieg. Wisst ihr, was mir so ein bisschen hier fehlt? Die Abwechslung in der Vegetation. Das sind irgendwie immer nur so die gleichen Baumtypen. Die sehen zwar immer so ein bisschen anders aus, aber prinzipiell... Ja, sehr, 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 sehr ähnlich. Und ich meine, das kann natürlich durchaus sehr realistisch sein, gerade für Deutschland mit den ganzen Monokulturen und so. Aber ja, so ein bisschen mehr Abwechslung in der Vegetation, so ein bisschen mehr Farbe würde dem Ganzen, glaube ich, ganz gut tun. Würde auf jeden Fall das Spiel von profitieren, würde ich behaupten. Und angehalten.
Hier waren wir schon mal im letzten Video an der Saarlandstraße. Sind wir dann auch nicht heute losgefahren? Und nächster und ich glaube auch letzter Halt heute ist dann Barmbek. Nächster Halt Barmbek. Dieser Zug fährt nach Hauptbahnhof Süd Schlumm. Ausstieg links. Jawohl. Auch hier schön diese ganzen Überwerfungsbauwerke, diese Brücken. Toll. Ankündigung auf 40 und hier beginnen sie auch schon. Das ist aber kurz. Ein kurzer Abstand. Und Türen auf. Button an drücken. Okay. Und Zugnummer eingeben. 8, 6, 1, 6, 4, 8. Achtung! Ein Hinweis für Fahrgäste der Linie U3. Wegen eines Polizeieinsatzes ist die U3 zurzeit zwischen St. Pauli und Baumwall gesperrt. Ein Ersatzverkehr mit Bussen und Taxis wird eingerichtet. Wir danken für Ihr Verständnis. Achso, okay, es geht noch weiter. Na gut. Und dann ist das so. Nächster Halt, den Heide. Ausstieg rechts. Ja, eigentlich ist es der Heide, aber in Hamburg kann man leider keine Artikel richtig verwenden. Kleiner Spaß. So, 60 darf dann hier gefahren werden. Haben wir kurz gegrüßt. Und anhalten. Hier in den Heide. Ja. Und zur Hamburger Straße. Nächster Halt, Hamburger Straße. Ausstieg rechts. Na, hier steht immer noch zu kurz gefahren. Und warten. Türen auf. Und Türen zu. Mundsburg.
dürfen 60 fahren. Nächster Halt, Munzburg. Ausstieg rechts. Und dann dürfen wir jetzt wieder 80 fahren. Einmal auf die Munzburg zugefahren. Achtung! Ein Hinweis für Fahrgäste der Linie U3. Ja, ja, ja. Die Sperrung der U3 zwischen St. Pauli und Baumwall ist aufgehoben. Oh. Und die Züge fahren nun wieder auf der gesamten Strecke. Gute Fahrt! Oh, sehr gut. Und anhalten. Schön, diese kleinen Bahnhofsgebäude hier, ne? Gefällt mir auf jeden Fall sehr. Haben wir bei uns in der Stadt nicht sowas. Aber gut, wir haben auch tatsächlich keine Hochbahn. Von daher ist das auch irgendwie so ein bisschen klar, dass das ein etwas anderer Aufbau ist. So, Türen schließen. Und auf zur Uhlandstraße. Nächster Halt, Uhlandstraße. Ausstieg rechts. Da sind fliegende Bäume, seht ihr das? Da. Das war mal richtig die Notbremse reingeballert. Dementsprechend müssen wir jetzt, glaube ich, hier in diesen Alarmbereich rein. Geschwindigkeit überschritten. Ja, beenden. Danke. So. Ja, immer ein bisschen schwierig, wenn man so viel in der Außenkamera unterwegs ist. Nächster Halt ist die Lübecker Straße. Wir haben Halt zu erwarten. Dementsprechend fahren wir jetzt auch nicht Nächster zu schnell. Halt, Lübecker Straße. Übergang zur U1. Ausstieg rechts. Ja, wobei das Signal ist umgesprungen. Dann auf geht's. Kann sein, dass wir zu früh sind? Schon, ne? Wir sollen ja erst um 56 dort ankommen. Oder abfahren. Signal ist eh rot. Und Türen auf. Ich würde sagen, wir warten hier mal ein kleines bisschen. Gut, sollen wir sowieso. Da läuft ja der Counter runter. Da gibt es uns das Spiel gar keine Wahl, dass wir jetzt so früh fahren können. Der DT 3 und 4 fehlen. Oder die DTs 3 und 4 fehlen. Das wurde mir auch mal in die Kommentare geschrieben. Das wäre natürlich auch noch was für die Zukunft. Und es wurde ja, glaube ich, auch als DLC bereits eine Akku-Lok, glaube ich, angekündigt. Also die soll wohl auch noch irgendwann kommen. Moin, hier ist die Leitstelle noch mal. Dein Ablöser wartet ja, geil. Am Rathaus. Schönen Feierabend. Ja, danke, wünsche ich dir auch. Berliner Tor. Nächster Halt, Berliner Tor. Übergang zu U2, U4, S1 und S21. Ausstieg links. Oh, halt zu erwarten. Ach schön, hier die große Eisenbahn.
Da habe ich was gesehen, was nicht schön ist. Okay, das Signal ist umgesprungen, dann können wir uns das eben kurz angucken. Und zwar hier die Oberleitung mit den Kabeln. Ja, das ist nicht so schön. Das geht auf jeden Fall besser. So, am Rathaus wartet meine Ablöse. Da ist er jetzt aber noch nicht hier, oder? Kommt er nicht aus Hamburg? Ich weiß ja nicht. Vielleicht ist er das Rathaus am Berliner Tor. Nee, Rathaus kommt, glaube ich, noch. Na, hallo? Ups. Da wollte ich jetzt nicht hin. So. Kann mich noch ein bisschen umgucken hier. Kann man hier hoch? Nee. Hauptbahnhof Süd. Ja, die Haltestelle kenne ich tatsächlich auch noch aus der Realität. Bin ich natürlich jetzt mal gespannt auf die Umsetzung. Nächster Halt, Hauptbahnhof Süd. Übergang zur U1, U2, U4, zu allen S-Bahn-Linien und zum Regional- und Fernverkehr. Next Stop, Hauptbahnhof Süd. Please exit here for Central Station. Ausstieg links. So, und dann sind wir jetzt gleich am Hauptbahnhof. Hauptbahnhof Süd, natürlich. Oh ja, ja doch. Also das ist auf jeden Fall, kommt mir sehr gut bekannt vor. Also selbst mir als Nicht-Hamburger, muss ich sagen, kann ich definitiv wiedererkennen. Selbst mit der Bäckerei da, mit dem Jomas. Natürlich, in Realität heißt die Bäckerei anders. Ja, genau. Sehr schön. Ja, also S-Bahn ist da auch nicht nur, sondern auch der Fernverkehr, aber das ist dann natürlich alles hier nicht mehr simuliert. Ja, ich glaube, hier stand ich, genau. Doch, ja. Da habe ich sogar mal, glaube ich, Fotos gemacht von der U-Bahn. So. Wir haben die Türen ein bisschen zu früh geschlossen, aber nicht schlimm. Und auf geht's zur Mönckebergstraße. Auf zur Mönckebergstraße. Sonnenblende ist bedienbar, sehr gut. Nächster Halt, Mönckebergstraße. Ausstieg rechts. Und wir halten an. Zu kurz gefahren. Und warten. Türen zu. So, ja. Und, ja, super. Das ist dann unser letzter Halt. Dann haben wir endlich Feierabend. So. Nächster Halt, Rathaus. Übergang zur U1, U2, U4, S1, S3 und halt zur Fenstertouristik. Next Stop, Rathaus. Please da musste ich jetzt doch nochmal...
Ausstieg rechts. Für Alster Boat Trips, okay. Muss ich doch nochmal ein bisschen härter reinbremsen. Das Signal hat mich ein bisschen überrascht an der Stelle. Auf dem falschen Fuß erwischt. Für Fahrgäste der Linie. Oh nein, U3. Wir müssen wieder. Die Sperrung der U3 zwischen St. Pauli und Baumwall ist aufgehoben und die Züge fahren nun wieder auf der gesamten Strecke. Gute Fahrt. Das darf man natürlich in Realität, glaube ich, nicht einfach so machen. So. Dann einmal den Führerstand deaktivieren. Und den Führerstand. Hey, ich wollte den Führerstand noch verlassen. Ausgezeichnete Geschwindigkeit. Das ist doch, das höre ich doch gerne. Dann verabschiede ich mich auch von euch hier vom Subway Sim Hamburg. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn es wieder Neues gibt vom Subway Sim, dann melde ich mich. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute und alles Liebe. Macht's gut. Ciao, ciao.